denn jetzt so dick? Ist ja eh noch dick. Also, ich sehe nur einen Mann mit Format. Du hast nichts geschrieben, richtig? Doch, über Wölfe. Zeig's her. Morgen. Ja. Morgen ist auch noch ein schöner Tag. Sagte die Eintagsfliege. Ich schreibe, was ich will. Wir haben eine Abmachung, mein Freund. Disziplin. Wer Geld nimmt, kauft auch Pflichten. Du kriegst es zurück. Mochte ich dich lächerlich. So ein Riesentalent. Scheiße. Okay. Familienaufstellung. Nur, dass du mal kapierst, was ich meine. Stell dich in die Mitte. Gut, von der Technik her ist das nicht so dolle. Aber die Symbolik? Läuft gerade nicht so gut zwischen Ihnen und Svetlana, hm? Was? Weil sie sie so am Rand gemalt hat. Abseits. Das ist eine Gurke, oder? Naja. Und die Gurke, die steht für den eigenen Mann. Die Gurke? Ja, die Gurke. Muss ich ja noch nicht weiter erklären, oder? Kürbis? Ja, würde ich sagen, das ist die Svetlana selbst. Hat sie irgendwie ein Problem mit sich selbst? Findet sie sich zu klein oder zu dick? Mhm. Wieso sollte ich denn ausragen? Damit du sie ungestört vögeln kannst. Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Glaubst du, ich weiß nicht, was die Gurke ist? Was für eine Gurke? Du bist die Zucchini. Du bist die Scheiß-Zucchini. Und du bist der Kürbis. Sekunde, kann es sein, dass Sie heute noch nichts gegessen haben? Was? Ihr Magen knurrt. Das ist fast schon so ein Blubbern. Das, ach so, da ja, hab ich hier voll drauf. Nein. Das ist, ich laboriere da an einer kleinen Magenverstimmung. Ja, dann brechen wir ab. Ja, wir haben ja genug. Ich persönlich dürfte eigentlich nur noch glutenfrei essen. Aber haben Sie mal glutenfreies Brot probiert? Danach haben Sie keine Fragen mehr. Wissen Sie, was es am Ende wirklich war? Eine Allergie. Tatsache. Ich bin allergisch gegen Cognac. Und ich gegen Gin. Jetzt trinkt er den Gin und ich den Cognac. Prost.